Das kannst du nicht. Oh la la! Ah, ich bin ein Blinder, bin ich! Super Challenge. Nach meinem Erdrutschsieg bei der Distanzschuss-Challenge habe ich mir jetzt mal was ausgedacht, wo der Thomas natürlich als Stürmer auch ein bisschen mehr mitreden kann. Ne? Nicht die langen Bälle eines Verteidigers, sondern die Abschlüsse eines Verteidigers, die klassischen. Ja, die Regeln sind ganz simpel. So, wir haben hier die sogenannte Two-Touch-Challenge. Startlinie ist die Strafraumgrenze. Der Werfer steht links neben dem Schützen auf Höhe der Strafraumgrenze. Wirft diesen einen leichten Ball zu. Ja gut, da müssen wir mit der Regie nochmal sprechen. Der Schütze nimmt den Ball in der Luft an und schießt mit dem zweiten Kontakt aufs Tor. Einen Punkt erhält, wer Sven Ulreich, dem Meister zwischen den Pfosten, bezwingt. Gewinner darf sich nennen, wer nach 5 Schüssen die meisten Punkte auf seinem Konto hat. Vielen Dank, Mats, für die Glückwünsche, die du mir hier noch hinterlassen hast. Und ich würde sagen, pack mal's. Wir starten mit dem sogenannten Winner's Ball. Ja, genau. Oh ja! Hat er sich extra auf seinen linken gelegt. Habt ihr das gesehen? Meine Annahmen sind verbesserungsbedürftig bisher. Verdammt. Oh ja! Oh! Ulle? Der klassische Aufzug, wie er im Fachkreis auch genannt wird. So, jetzt hau ich das Ding eh rein. Oh. Erster guter Versuch, aber hätten wir uns doch einen schlechteren Torwart aussuchen sollen, ey. Ja, wieso? Noch steht's 0-0. Oh la la! Also, da ist sogar eine Kamera im Winkel. Dass die noch dort ist, ist ein Wunder. Ja gut, dann steht es jetzt 1-0. Super Challenge. Wer hat sich das ausgedacht? Wer hat sich das ausgedacht? Mats, das war deine Idee. Ja, hast du nicht so schlecht umgesetzt. Ja, aber du überschätzt dich halt auch manchmal. Aber das zeichnet dich auch aus, du bleibst dran. Oh, klasse! Ich habe ein gutes Gespann im Tor. So, wie viele Schüsse? Ich habe noch 2, du hast noch einen, oder? Du hast noch 3, ich habe noch 2. Die okay. Erste Runde war ja. Ja, korrekt. Oh, das gibt's ja nicht! Junge! Da ging ich auf Genauigkeit und dann taucht er den raus. So, einfach klasse Torhüterwahl. Ja, Hermann Gerland hat immer gesagt, Genauigkeit vor Härte. Aber das war eben im 16er. Ja. Ah, ich bin ein Blinder, bin ich! So. Jetzt kann ich schon zumachen. Jetzt kann ich's zumachen. Ich kann nicht zufrieden sein bisher. Ich muss jetzt dreckig werfen. Ja, kein Problem. Oh, das gibt's doch nicht! Das gibt es nicht! Ulle, sagen? Ja, da machst du einen guten Job, da, oder? Ja, überragende Vorstellung da im Tor bisher. Letzter Schuss? Letzter Schuss. Oh. Ah, ich bin ja, so. Ja, da ist das Ding, da ist das Ding. Ich bin halt einfach kein Stürmer. Ich bin kein Stürmer, ja, und ich weiß aber warum. Man hat gesehen, jeder ist in seinem Bereich zu Hause. So muss es ja auch sein. Der Mats hat mir noch meinen Gentleman's Ball gelassen. Schauen wir mal, ob wir die Kühe Sahnehäubchen oben draufsetzen können. Oi, es war kein Zufall, meine Damen und Herren, es war kein Zufall. Danke, Mats. Ja, den erkenne ich an, den Sieg. Es geht viel runter wie Öl, nachdem ich letztes Mal abbluten müssen. Die nächste Challenge, die lasse ich mir einfallen. Dann schauen wir mal, was passiert. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, klickt hier oder abonniert unseren Kanal.